Hallöchen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Clash of Clans. Ich muss mal ganz kurz hier reingucken. Stefan habe ich auf Twitter nicht gelesen. Maxi habe ich auch nicht auf Twitter gelesen. Self hatte ich vorhin angenommen. Was? Ja, Spielmodus leckt mich doch am Arsch. Was ist denn hier los? Ja, wir stehen eigentlich kurz vorm Clankrieg. Die Folge, also ich nehme jetzt gerade einen Freitagabend auf. Ey, das ist eine Hitze hier. Ich werd langsam wahnsinnig. Ja, es ist gerade Freitagabend bei mir, die Temperaturen haben sich ein bisschen eingepegelt, es sind jetzt draußen ungefähr um 28 Grad, immer noch ganz schön viel und ja, ich wollte eine kleine Infofolge rausbringen, denn wir sind ja in Vorbereitung auf den Clankrieg, noch 14 Stunden sind es bei mir, der Krieg läuft bereits während dieses Video rausgekommen wird und ich nehme bestimmt auch gerade zu dieser Zeit, wo das Video gerade läuft, den Krieg schon auf und wollen mal kurz gucken, wer uns denn hier in die Quere gekommen ist. Ich will mal jetzt kurz gucken, in den 20er, wer dann ungefähr, also von den Leuten mein Gegner wäre. Ich muss mal ganz kurz in die 20 reingucken, das ist ja ungefähr. Ja, das sieht doch ganz putzig aus, was hier läuft. Zwei Türme, ja, kommt ungefähr so in meiner Halshöhe hin, aber das einzigste Ding ist halt, der andere Clan, ihr seht, der Clan-Level Level 5, das heißt, wenn der eine den, wenn was gespendet wird, sind die automatisch die Truppen ein Level höher und das könnte natürlich volle Granate in, also es kann ein Tieftritt werden für uns und ich sehe schon, die anderen sind doch ganz schön aufgestückt. Was ist denn das da unten? Okay. Kann sehr knappes Ding werden. Denk mal so, wenn wirklich alle mitmachen, haben wir eine Chance. Wenn wirklich alle an einem Strang ziehen, ist das Ding durch. Da könnten wir gewinnen. Das sollte, denke ich mal, nicht das Problem sein. Das Einzige ist natürlich, es müssen wirklich alle mitmachen. Und ich habe es angekündigt, Ich habe es auch mehrmals auf Twitter geschrieben. Wer nicht mitmacht, ist raus. Ganz einfaches Ding, Die Anmeldungen, wie gesagt, bleiben auch nur auf Twitter. Da kann man so viel heulen und so viel jammern, wie man will. Es bleibt bei Twitter, weil ich die Übersicht brauche und möchte ja sehen, wer was wo ist. Und die kann man auch die Leute direkt anschreiben, ohne irgendwas dazwischen zu machen. Der Duty braucht Verstärkung. Ich schicke dir mal... Ne, ich schicke dir jetzt gerade nichts. Ich will nämlich ganz kurz mal ein bisschen Schotter ranholen. Ah, ich könnte mal wieder weitermachen. Ihr seht schon... Ich habe die Mauer schon ein bisschen ausgebaut. Ich hätte aber auch eigentlich meinen Magierturm schon mal wieder ein bisschen verbessern können. Aber der wird von der Zeit her im Clankrieg auch nichts wirklich bringen. Ich hätte meine Türme noch ein bisschen ausbauen können. Aber ich will erst meine Mauer fertig haben. Wenn ich meine Mauer habe, dann kommt halt der Angriff dran. Und danach baue ich momentan... Hier kann ich, glaube ich, gar nichts ausbauen, oder? Huch. Nee, kann ich erst ab Level 7 ausbauen. Wie gesagt, alles, was in Sachen... Angriff, Verteidigung ist, werde ich danach erstmal ein bisschen erhöhen. Und wenn das alles fertig ist, zum Schluss mache ich dann das Rathaus weiter. Denke ich mal, wird also noch ein, zwei Wochen vielleicht dauern, bis ich dann im Rathaus wieder ein bisschen aufsteigen kann und... Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, sorry. ja, wie gesagt, das wird also noch ein bisschen in die Zeit gezogen. Ich mache mal hier die Mauer einfach mal ein bisschen weiter. Muss ich ab und zu mal ein bisschen tun. So. Gut. Gucken wir mal. Habe ich jetzt... Ich habe noch Schutz. Kacke. Ich will meinen Schutz jetzt nicht versauen. Ich meine, die letzten 6 Stunden, wie spät haben wir es? 22 Uhr. Nee, ich will mir heute Nacht keinen reinholen. Weil ich morgen ja sowieso, also heute, wieder um 6 Uhr aufstehe. Und dann mache ich das mal anders. Da habe ich noch 31.000. Den kriege ich aber nicht, glaube ich. Wo habe ich denn hier noch ein bisschen weniger? Die habe ich alle durchgemacht, oder? Wie sieht es mit dir aus? 7.000? 6.000? Ach komm, ich versuche mal ein paar Einheiten hier rauszupressen. Der hat dich, glaube ich, schon mal angegriffen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir einfach mal. Ich gehe jetzt von hinten. Ich mach's von hinten. I do it. Mal ein bisschen auf. Komm, mach die Luftabwehr mal. Mach die Luftabwehr weg. Ja.
Bär weg. Scheiße, das war nichts. Kacke. Nein, das wird nichts. Scheiße. Nee, das hat nichts gebracht. Hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber zumindest habe ich ein bisschen Schotter reingekriegt und wieder was für meine Truppen. Das war jetzt ein bisschen blöd gelungen. Ich weiß, ich bin da jetzt noch nicht übelst der Pro drin. So, jetzt mache ich erstmal wieder meine Einheiten. Halte ich gleich für morgen, aber ich weiß es noch gar nicht. Auf jeden Fall lasse ich die Mauer brechen, also die Mauer knacken, aber lasse ich weg. Das ist, keine Ahnung, das bringt mir irgendwie so gut wie nichts. Die Barbaren bringen mir aber auch immer so total den Scheiß. Ich mache es wieder ganz einfach. Ich mache meine alte Taktik. Damit habe ich mir bis jetzt immer wieder Punkte geholt. Es hat immer gut geklappt. Und ich glaube, ich setze komplett auf Heilung morgen, also im Krieg. Und vielleicht kriegen wir die Luftabwehr weg. Wenn ich die Luftabwehr zuerst wegkriege, dann habe ich es so gut wie geschafft, weil dann habe ich immer die Heilung mit drin. Ich muss mir eine Taktik ausdenken heute Nacht. Wird gar nicht so einfach. Müssen wir uns ganz gucken in die Clanburg, wer denn alles da ist. Also es sieht schon mal richtig sortiert aus. Sieht schon richtig gut aus. Also das Niedrigste, was wir momentan haben, also ist Tiana. Aber, so niedrig ist sie gar nicht, denn ist ja auch schon mal Silber 3, also im Angriff hat sie schon gut was hingelegt, trotz kleiner Burg. Also ist auch noch nicht gerade so weit, aber dafür haut sie ordentlich was raus, muss man schon sagen. Also im Angriff, da sind sie ja jetzt alle gut vertreten. Ich glaube, einige, die haben immer noch nichts gemacht, oder? Nee, heute haben alle Angriffe gemacht, weil ich hatte heute noch welche gesehen. Nee, Trinity hat noch nichts gemacht. So sah es aber heute früh schon aus. Muss ich mir morgen mal anschauen. Wenn sich da nicht regelt, ne? Ihr wisst, inaktive Leute. Wir wollen hier komplett aktives Team haben. Und natürlich, dass alle wirklich an einem Strang ziehen. Das ist natürlich, ihr seht ja unten in der Videobeschreibung, ist ja der Hashtag drin. Der Informations-Hashtag, wo sich alle Leute informieren können. Wenn da keine Informationen geholt werden und die Leute dann permanent immer noch Fragen stellen, dann frage ich mich, hey, was habt ihr denn eigentlich gemacht? Informationen, Quellen sind eigentlich da. Auch wenn man nicht gerade zockt, es funktioniert. Alles ab Level 4. Bitteschön. Ein bisschen Level 4 habe ich ja auch. Müssen wir so mal durchschauen, die Nachrichten. Maxi, ich kriege hier immer permanent Einladungen von irgendwelchen Leuten, wo ich nie was vorgehört habe. Mr. Black. Okay, Mr. Schwarz. Stefan möchte einen klaren Beitritt. Der stand auch nicht bei Twitter drin. Am besten ist natürlich, ihr schickt erst bei Twitter eine Nachricht, wenn ich dann antworte. Dann macht hier die Einladung. Sonst kommt die Einladung abgelehnt. Und dann danach bei Twitter schreiben, dann ist es meistens schon zu spät. Also immer erst Twitter, dann geht's los. Oh. Mache ich die auf Level 3? Oder spare ich mir noch ein bisschen? Ach komm, leck mich am Arsch. Frisst ja eh alles Zeit, ne? Also können wir das auch gleich durchdonnern. Gut. Das war es erstmal, denke ich mal, für die Folge. Weiter habe ich jetzt momentan nichts zu berichten. Ich muss jetzt einfach nur warten bei mir. Brauche natürlich meinen Schotter. Ich will die paar Mauerreste, die ich noch habe, will ich noch komplett zumachen. Und dann geht es natürlich ans Angemachte, denn der Magierturm kann ich die eigentlich schon. Was? Die kann ich auch schon verbessern. Gut, ich habe ordentlich zu tun. Ich meine, der ist noch Level 1, den muss ich aufs Level 2 bringen. Den bringe ich auf Level 3, dann bringe ich den auf Level 3. Dann kommen die ganzen Kanonen und die Flugabwehr. Und das wird noch mächtig lange dauern, bis ich da auf Level 7 komme. Und ich weiß noch gar nicht, wenn ich das mal so prüfen muss, was dann alles dazu kommt. Auf jeden Fall kann ich mehr Einheiten danach. Oh. Sieh mal in der Glotz, ich krieg meinen Barbarenkönig dazu und es fängt endlich an mit den Elixieren bei mir. Also mit dem dunklen Elixier. Das klingt ja ganz spannend. Also ich denke mal, wenn es ja weitergeht, also wenn ich jetzt hier ein bisschen aufgerüstet habe, dann wird es erst richtig spannend bei mir. Bis jetzt ist ja alles nur Larifari, ich muss warten. Das Interessante kommt ja erst noch.
Und ich freue mich eigentlich schon drauf. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich so einen coolen Clan momentan habe, wo momentan die Aktivität auch groß geschrieben ist. Und ich sehe es ja auch bei Twitter, dass zumindest einige da auch aktiv mitmachen und auch auf den Hashtag ein kleines bisschen arbeiten, um zum Beispiel an Informationen ranzukommen und natürlich um auch ein paar Dinge vorzubereiten und zu sagen. Gut, ich mache hier mal ein kleines Päuschen und ich danke euch fürs Reinglotzen. Wir sehen uns im Clan-Krieg wieder oder natürlich auch bei Twitter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.